Grüß euch, ich bin der Daniel Lipusch aus Bad Eisenkappel in Remschenick. Ich bin Land- und Forstwirt, habe eine Landwirtschaft daheim mit Mutterkuhhaltung, 10 Hektar und 160 Hektar Forstwirtschaft. Nebenbei bin ich noch Forstarbeiter bei einem Forstbetrieb in Bad Eisenkappel. Ich möchte euch heute ein bisschen über die Dickungspflege erzählen. In dem Bestand habe ich jetzt demnächst vor, durchschneiden. Also warum schneiden wir durch? Wir schneiden durch, damit der Bestand stabil wird, vital und an Qualität gewinnt. Und zwar, wir schneiden in einem Abstand von 2, 2,5, in dem Fall da, wo es steiler ist, sogar hier und da auf 3 Meter. Wir fördern prinzipiell die Fichte, in dem Fall, wenn Lärchen kommen, fördern wir die Lärchen oder auch gewisse Laubbäume, wenn sie schön kommen und keine anderen Bäume bedrängen. Was ich da jetzt noch dazu sagen möchte bei der Lärchen, wenn ich schneide und man tun die Bedränger, ich schneide sie her ab um einen Meter, spatze die Äste ab, damit das Rotwild oder der Rehbock nicht so weit kommt und sie dann verfegen kann.